Nicht einmal ein Schlaganfall konnte Roland Reber und seine Filmkommune stoppen. Jetzt ist der Schriftsteller, Dichter, Theaterautor, Schauspieler und Regisseur gestorben, mit 68 Jahren. Roland Reber war einer der wenigen wirklich unabhängigen deutschen Filmemacher. Er nutzte die Freiheit für experimentelle und provokante Filme, etwa über sadomasochistische Leidenschaften. Das ist Bello. Ist ein Rottweiler, aber ein ganz lieber. Eigentlich ist es eine Abkürzung aus der SM-Szene. Heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Anderes Wort für immer. Bin ich Sklave, dien ich dir. Kleine Budgets, Filmauswertung im Eigenvertrieb. Reber und seine Gang waren berüchtigt für ihr offensives Marketing. Auf Festivals, wie etwa im Hof, hatten sie ihre treue Fangemeinde. Hereinspaziert in das Panoptikum des Irrsinns, des Tiefsinns, der Metapher der Sinnlosigkeit. Anarchie und Leidenschaft. Bei seinem letzten Film, Roland Rebers Todesrevue, führte er Regie aus dem Rollstuhl. Stumm, aber immer noch wach, voll fröhlich-ironischer Todesverachtung. Roland Reber, ein Kinorebell bis zum Schluss. Sein aktuelles Buch, Psst, mit Gedichten, Gedanken und Geschichten, wird nun posthum erscheinen.